Herzlich willkommen zurück zu Drakensang Online. Wir wollen mal wieder ein paar Würfelchen öffnen und Waffe. Und zwar sind es, in diesem Falle 1915 Würfel. So, ganz einfach, damit das jetzt das Video nicht 40 Minuten lang geht, weil ich brauche für 1000 Würfel ungefähr 20 Minuten, so mit angucken und wegtun, ne, was Gutes und so weiter und so fort, werde ich es einfach so machen. Man sieht mein Inventar, erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste Seite. So, hier ist Crafting-Zeug, die beiden können wir vergessen. Hier ist ein einziges Teil, so. Und die Dinge könnt ihr euch auch merken, ansonsten, ich habe das gestreamt. Ich werde die einfach jetzt in Ruhe aufmachen, werde alles mit einem Gold werden, werde ich irgendwie behalten. Und, also alles, was sinnvoll ist für mich, sagen wir so. Und ja, dann werde ich gleich mal zeigen, was alles so rausgekommen ist. Dasselbe auch mit den Steinen. So, wie gesagt, damit das Video keine 14 Minuten dauert, kommt hier ein kleiner Schnitt. Und ich würde einfach sagen, wir sehen uns gleich wieder und ich bin bei den nächsten 3 Stunden beschäftigt. So, bis gleich. So, da bin ich wieder. So, die Aufnahme läuft mittlerweile schon seit über einer halben Stunde. Das heißt, ich habe jetzt eine halbe Stunde lang habe ich diese Würfel geöffnet mit schon einer Hand, aber wie vom Klicken. Boah, das war nicht gerade schön. Was habe ich alles bekommen? Fangen wir an mit dem Glyphen. Ich hatte vorher, das ist schon mal übelst geil, ne? Glyphen hatte ich vorher 2.580.000 paar zerquetschte. Jetzt habe ich 7.348.000. Das ist ein Plus von 4.760.000 Glyphen. Das heißt, ich habe fast 5 Millionen Glyphen aus diesen Dingern rausgezogen, was schon mal übelst geil ist. Weil daraus können wir, jetzt schauen wir gleich mal die Waffe hier auf 59 ziehen. Habt ihr noch eine Minute über. Mach ich mal später. So, des Weiteren. Die Ausbeute von den Gold-Items sind diese hier. Tada! So, ich habe zwei Unix bekommen. Wie gesagt, die habe ich eingeschmolzen, weil die waren jetzt nicht so sinnvoll. Und ich habe nur die Goldwerte aufgehoben, die ich auch brauche. Ich habe zum Beispiel, ich kann das mal kurz zeigen, ich habe zum Beispiel auch ein paar Waffenziele gefunden, wo dann 29,2 Crit drauf waren oder sowas. Brauche ich aber nicht, weil die müssen deutlich besser sein als dies hier. Also das heißt, bei Waffenzielen nehme ich echt nur noch alles über 30% Crit. Alles andere nehme ich nicht mehr, weil es sich einfach nicht lohnt. So, und dasselbe halt, wie gesagt, mit dem Gürtel auch. Da hatte ich auch ein paar Schadensverzauberungen von 9,1, 9,2 und so weiter gefunden. Die auch alle weggeschmissen. Ja, und selbst hier bei den Griffverzauberungen hatte ich auch einige. Bei den Griffverzauberungen nehme ich auch noch 13,5 an. So, wie gesagt, das Ding war vorher. Das kannst du ein bisschen rauslassen. Was habe ich so schönes gefunden? Wie gesagt, hier ist überall eine Goldverzauberung drauf. Und ja, nichts bei Kritschaden. Ja, im Prinzip alles, was ich so brauche. Wie gesagt, das war das Schönste im Prinzip, da waren 2 davon. Und das Ding waren auch 2 drauf. Das waren im Prinzip so die beiden schönsten. So, die Dinge löse ich einfach mal ein. So, ich habe noch nicht geguckt bei den Steinen. Das macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Angst, weil ich habe hier schon ein 8er Stack rumliegen. Das heißt, da muss mindestens ein 99er Stack rumfliegen da hinten. Ich nehme kurz mal mein Paint nebenbei öffnen. So. Okay, wir gucken mal. Hier. Ach du Scheiße. So. Das ist alles gleich geblieben, die Dinger hier. Hier hatte ich vorher 2 von. Das heißt, ich habe 72 einfache Amethysten bekommen. Hier hatte ich vorher auch 2. Jetzt habe ich hier 5. Das heißt, es sind 3. Ich kann rechnen. 3 normale Amethysten. Hier hatte ich vorher auch 3. Das stimmt. Und ich habe 1 Strahlenamethysten dazu bekommen. Hier hatte ich vorher nur 3 Strahlenamethysten. So. Hier hatte ich vorher einen, jetzt habe ich 71, das heißt, hier sind 70 Stück dazu bekommen. Einer dazu bekommen, 2 dazu bekommen und selbst hier ist einer dazu gekommen. Juhu! Also ein strahlenden Diamanten und ein strahlenden Amethysten habe ich schon bekommen. So, das haben vorher auch 3. Hier hatte ich vorher einen, jetzt habe ich 97, das heißt, alter Schwede, hier sind aber einige dazu bekommen. 96 Stück da, hier hatte ich vorher 3, jetzt sind 20, jetzt sind 17 Stück dazu bekommen. Hier hatte ich vorher 1, jetzt sind es 3, 2 dazu bekommen und hier habe ich 1 dazu bekommen. So. Das ist so geblieben. Da ist ein kompletter Stack voll plus 8 Stück dazu. Das heißt, ich hatte vorher einen, jetzt habe ich 107. Das sind 106 gesplitterte Onyx, die ich bekommen habe. Juhu! Einfache Onyx hatte ich vorher 3, jetzt 32, mache also 29 Stück. Hier habe ich einen dazu bekommen und auch einen geschliffenen Onyx habe ich dazu bekommen. Das ist verdammt viel. Boah, das crafte ich aber heute nicht mehr weg, dann mache ich alles morgen in Ruhe, weil das ist, ne. Wir sind mit 3 Stunden beschäftigt, nochmal damit und jetzt, meine Hand tut jetzt schon weh.
vom Hin- und Herklicken. So, aber wir craften noch ein bisschen. Das heißt, dieses ganze Zeug craften wir noch weg. Und, wo ist denn die Werkbank? Ach, da unten. Werkbank haben wir hier. So. In der Hoffnung, dass es da was Vernünftiges gibt. Ich muss mal kurz hier gucken. 18,3, 16,7. So, nehmen wir erstmal. Oh. Hätte ich das gemacht? Ich glaube, so und dann immer noch zwei weitere. Und hoffen, dass mindestens zwei Werte übernommen werden. Das ist so mein Ziel. So, mein Ziel, ne? Weißt du Bescheid? Mein Ziel ist so. Oh, sogar die beiden hohen Werte übelst geil annehmen. So. Hätten wir den schon mal? Zack. Der Ring kommt hier hin. Da kann ich nichts damit anfangen. So. Torsis. Hatte ich jetzt einen Damage-Torso gecraftet? Die weiß ich gar nicht. Mal aus dem Kopf heraus. Ja, stimmt. Hier hat er zusammengeballert. So, das ist sehr schön. Das heißt, hier ist ein 60er Wert. Ich nehme natürlich die beiden höchsten. 59, 57, 57. Schaden 57. So. Kombinieren. Hat er noch eine übernommen? Möchte natürlich nicht. Kombinieren. Hat er gar keinen übernommen. Das läuft. So. Der kommt denn hier hin. Mal kurz sortieren. Gürtel. Da ist nur zwei hohe. Genau, die 9,65 von auch okay. So, 4, 5, 6 Zauberung rein. 9,7 ist ein hoher Wert, 58 ist auch okay. Gut. Na komm. Hätten wir das auch schon mal. So, du kommst dahin und du dahin. So, passt noch was mit den Schultern. Schultern habe ich 1, 2 und hier einen dritten. Okay. Gürtel 1, 2, 3. Aber mit den Ringen müsste es theoretisch aufgehen. 17, 16, 18, 17. Das heißt, den Ring. Den Ring. Die brauche ich nicht. Dann hatte ich hier einen Crit-Ring. Und. Moment. Hatte ich nicht noch irgendwo einen? Welchen hatte ich denn gerade gecraftet? Moment mal. Den hatte ich nicht gecraftet. Ich hatte doch einen Ring mit 218er gecraftet. Ach, da unten ist er. Da unten. Das heißt, der muss auf jeden Fall nach vorne, weil der hat zwei hohe Werte. So, 17, 16, das ist nicht so hoch. 18, 17 ist noch 4. So, das und den. So, 2, 4, 6, 7 Goldwerte hat er drin. Davon soll er mindestens 4 übernehmen. Also, ja, ne? Wäre schön. Und er hat aber noch wahrscheinlich nur einen. 3. Ja, 53. Das wäre zumindest mein zweiter 3-mal Gold-Crit-Ring. Der eine 18er würde ich leider wegschmeißen. Gut, 17er ist aber noch okay. Kann ich erstmal annehmen. Komm, so. Das heißt, ich habe jetzt. Wo ist das? Da. Zwei Ringe mit 3-mal Gold-Crit. Der sieht deutlich besser aus als der, ehrlich gesagt. Der hat wenigstens 3 hohe Werte, der hat nur 3 niedrige Werte. Da sieht man schon mal, was das ausmacht. Schon mal 5% Crit. Ja. Gut, und damit crafte ich dann in Ruhe weiter. Hoffen, dass irgendwann 4 davon übernimmt. Das wäre ein Träumchen. Und dann kommt das Ding auf den Mortis-Ring drauf. Gut. Habe ich sonst noch irgendwas, was ich mit craften kann? Gold habe ich noch relativ wenig. Einmal durchsortieren. Komm, du kommst da drauf. Hier ist noch eine Waffe. Das ist aber leider falsch. Das Ding kommt erstmal da hinten hin. Kann die Waffe hier hinkommen. So, zack. Aber was craften kann ich hier nicht mehr. Okay. Also gut, craften hat halbwegs geklappt. Ja, muss halbwegs ist okay, kann man sagen, ne? Ja. Ich habe einen Gürtel, einen 2-mal Goldgürtel bekommen und ja. Wie gesagt, dann nehme ich eigentlich auch nur noch ab 9,7 hatte ich mir so gedacht. Der kann eigentlich weg, das ist so ein Trash-Ding. Weil, wie gesagt, selbst beim Gürtel habe ich hier schon einen mit ganz vielen hohen Werten. Wenn ich jetzt 3x9,7 habe, wäre das schon deutlich besser. Aber auch diese Widerstandswerte müsste eigentlich über 60% sein. Habe ich da eigentlich irgendwas? Du hier? Nein, keine Ahnung. Nö, habe ich gerade nicht. Okay, gut.
Dann würde ich sagen, das war's erstmal von diesem Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Craft hat wunderbar funktioniert. Ich kann nochmal kurz gucken. Ich hätte jetzt 45.946 Leben. Das Ding zweimal aufwerten. Alter, du machst dich für Rüstung, ne? 67,9. Zack. Von 67,9 auf 68,1. Und gut, 200 Lebenspunkte dazu. Nice. Sehr schön. Damit habe ich jetzt alles auf 59. Juhu. Und jetzt geht es daran, die Dinge auf 60 zu machen, weil das kostet immer fast 7 Millionen Glyphen. Das ist relativ viel. Aber auch das sollte ich mit der Zeit mit hinkriegen. Ein paar habe ich schon auf 60. Der Rest ist jetzt auch dran. Und dann ist bald alles auf Level 60. Juhu. Gut, alles da. Und ich würde einfach sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dann. Macht es gut. Ciao.